Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Im Visier Video. Ihr wisst ja, Im Visier, die Videoreihe, in der ich immer neue Games vorstelle, ein bisschen anzocke, ein bisschen was dazu erzähle und euch einen ersten Eindruck verschaffen möchte. Heute nehmen wir ins Visier DayZ, einen Mod für das Spiel Arma 2 und Arma 2 Operation Arrowhead. Also DayZ ist kein eigenständiges Spiel, ihr braucht dazu die beiden eben genannten Spiele, Arma 2 und das Add-on. Und dann müsst ihr euch noch den Mod besorgen, DayZ, dieser ist allerdings kostenlos. Und ja, was ist DayZ? Ich werde mal versuchen, mich hier ein bisschen vorzutasten. Es ist ein Survival-Zombie-Mod, das bedeutet, es ist ein Spiel mit Zombies, oh yeah. Und das allein müsste schon eure Aufmerksamkeit erregt haben. Allerdings ist es nicht ein Gemetzel-Massaker-Zombie-Spiel, wie zum Beispiel Left 4 Dead oder Dead Rising, Dead Island oder Lollipop Chainsaw für PlayStation 3, sondern es ist ein Mod, der durchweg ausgelegt ist auf Realismus. Also es ist wie ein Zombie-Simulator quasi. Zombie-Tycoon, wenn man so nennen will. Man fängt hier an. Ich habe gerade ein neues Spiel gemacht als gestrandeter Überlebender einer Zombie-Apokalypse und befindet sich auf einer fucking riesigen Insel. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie groß sie ist. Mehrere Quadratkilometer. Und da das wirklich auf Realismus ausgelegt ist, läuft man ewig, wenn man die ganze Insel durchqueren will. Wirklich ewig. Es gibt verschiedene Städte, es gibt Straßen, Schienen, man kann Fahrzeuge reparieren, wenn man das Glück hat, welche zu finden. Zum Beispiel Busse oder ich glaube, es gibt sogar Helikopter. Aber das ist, wie gesagt, alles auf Realismus ausgelegt und dauert dementsprechend auch sehr, sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Bis man dann die Einzelteile gefunden hat und zusammengesetzt hat und so weiter. Und ja, das ist schon ziemlich weit jetzt eigentlich vorausgegriffen. Ich fange mal am besten hier an. Wir befinden uns am Strand, haben uns in unserem Inventar das Standardzeug, eine Bandage, Schmerzunterdrücker, Painkiller, eine Taschenlampe und unseren Rucksack. Und vielleicht sollte ich erstmal, bevor ich euch anfange, die Items zu erklären, ein bisschen eine Übersicht geben über den Bildschirm. Und zwar haben wir oben rechts den Debug-Monitor. Man sieht, Zombies killed, 0. Ich habe keine Zombies getötet, ich habe keine Headshots, ich habe keine Morde begangen. Man kann andere Überlebende, andere Spieler umbringen und ihr Zeug looten quasi. Man kann aber auch Banditen, die im Game spawnen, umbringen und denen ihr Zeug klauen. Man hat, ja, Bandit Skill, sieht man unten dran. Blood, mein Blut, ich habe 12.000 davon. Es ist sozusagen die Lebensenergie. Wird man angegriffen von Zombies, verliert man Blut. Und wenn sie einem schwer verletzen, dann blutet man auch aus. Dann muss man sich eben mit einer Bandage bandagieren, um aufhören zu bluten. Man sieht weiter. Zombies alive und total. Momentan gibt es auf diesem Server 91 Zombies und 84. Ja, ihr seht, es wechselt ständig. Ein paar davon sind am Leben, ein paar werden getötet. Wir haben die Temperatur von 36 Grad Celsius. Und natürlich meinen Namen. Ich sitze jetzt so offen rum, ich muss mal irgendwie in den Busch oder so. Des Weiteren seht ihr unter dem Debug-Monitor dieses Ohr mit den zwei Wellen. Das bedeutet, das ist die Lautstärke, mit der man mich hört in der Umgebung. Und das Auge bedeutet, ja, wie gut ich sichtbar bin, in welchem Terrain, in welchem Gelände. Wenn ich mich im Wald bewege oder in der Nacht oder so, dann sind da nur ein oder zwei Strichlein. Oder wenn ich mich zum Beispiel auf den Boden lege, um zu robben, dann seht ihr, dann bin ich schon nicht mehr so gut sichtbar. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich an Zombies vorbeischleicht oder auch an anderen Spielern. Dann habt ihr weiter unten noch vier Symbole. Und zwar zum einen ist es die Temperaturanzeige, das ganz oben von den vier. Da unten drunter haben wir Wasser, also wie durstig der Charakter ist. Dann haben wir Blut. Wenn man blutet, wird dieses Symbol rot. Oder eben ganz unten Essen. Also man muss sich auch mit Essen versorgen und mit Wasser. Es gibt Brunnen, man kann jagen gehen, man findet später Waffen, natürlich um sich zu verteidigen. Man kann jagen gehen, kann Schafe, Kühe, Hirsche, alles mögliche essen, kochen, schlachten. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll, um wieder Blut oder Lebensenergie herzustellen. Und, oh nein, the fuck, bro?
Okay, ich suche uns schnell einen neuen Server. Dann geht's weiter. Okay, da sind wir wieder, neuer Server. Ich habe euch noch nichts erzählt über das Ziel des Spieles, aber ich denke, ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen. Es heißt einfach nur Überleben. Das heißt, man muss sich mit Essen und Trinken versorgen und man sollte sich schnellstmöglich eine Waffe zulegen und sich irgendwo in die Berge zurückziehen oder so. Also hier am Strand ist man sehr, sehr offen, weil hier spawnen alle neuen Player. Es hat zwar keiner davon eine Waffe, aber es könnte ein erfahrenerer oder länger spielender Mensch kommen und hier einem überfallen und quasi, ich weiß auch nicht, er hat zwar nicht viel, was er uns abnehmen könnte, aber vielleicht Painkillers und Bandage, das wäre es vielleicht schon wert, uns zu töten hier. Die beste Dynamik in diesem Spiel ergibt sich allerdings aus einer ganz anderen Tatsache. Und zwar, wenn man jetzt hier rumläuft und dann diese Häuser durchsucht nach Loot und so weiter und so fort, dann trifft man früher oder später auf einen anderen Überlebenden. Da sehen wir jetzt einen Zombie. Das ist schon ziemlich gefährlich. Bin ich geduckt? Ja. Wir können mal versuchen, uns vorbeizuschleichen. Aber ich sage euch gleich, ich bin ziemlich, ziemlich schlecht in diesem Spiel. Wir werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 Minuten sterben. Deshalb erzähle ich noch schnell alles Wichtige. Wenn man auf einen anderen Spieler trifft, dann hat man, wie im richtigen Leben auch, die freie Entscheidungsmacht. Man kann alles machen. Man kann sagen, okay, ich gehe das Risiko nicht ein, dass er mich tötet. Noch ein Zombie. Fuck. Oh nee. Oh nee, und schon haben wir Akku. Fucking hell, jetzt sind wir verloren. Ohne Waffe kommt man gegen Zombies nicht an und weglaufen kann man auch nicht. Was ich sagen wollte. Und zwar, ja, man hat einen Ingame-Voice-Chat. Und zwar, wenn man ein Mikrofon angeschlossen hat, so wie ich jetzt gerade, kann ich einfach Backspace drücken. Und ich muss noch umschalten auf Direct Communication. So. Wenn ich jetzt Backspace drücke, dann hört man alles, was ich sage, im Spiel in einem Umkreis von 30 Metern um mich herum. Oh fuck, er verfolgt uns immer noch, der Bastard. Das heißt, wenn ich jetzt Backspace drücke und schreie: Help, please! Help! Pursued by Zombie, please kill! Und irgendjemand wäre jetzt in der Nähe, zum Beispiel da im Wald oder so, könnte er für mich jetzt den Zombie erledigen und mir helfen. Oder er könnte mich abknallen, weil ich mich zu erkennen gegeben habe. Und es macht das Ganze so spannend. Jeder kann mit jedem Spieler reden. Wenn man ein Mikrofon halt angeschlossen hat. Ansonsten kann man natürlich auch chatten. Ganz oldschool. Aber so kann man sich wirklich neue Freunde suchen, in-game. Oder nicht Freunde, aber Leute, die einen begleiten. Partner, Survival, Überlebenspartner. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Nice! Das erste Mal, dass ich einen Zombie abgehängt habe. Da vorne ist eine neue Stadt. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Okay, man kann wirklich Leute quasi überreden. Man hat die Macht seiner eigenen Stimme. Man kann, je nachdem, wie man rüberkommt, Leute überzeugen, sich zu helfen. Leute beschwichtigen, wenn sie aggressiv wirken und so weiter. Man hat wirklich die volle Freiheit, alles zu tun. Auch hier im Gelände. Man kann wirklich überall hinrennen. Man kann alles machen. Es ist... Man ist komplett frei, solange man eben versucht zu überleben und sich von den Zombies fernhält. Es kann auch mal sein, dass man mitten in der Pampa spawnt. Also man spawnt immer am Strand. Aber ich bin mal am Strand gespawnt und links und rechts waren weit und breit kein Städtchen, kein Dörfchen. Und ich habe mich dann aufgemacht in die Pampa durch den Wald und bin 20 Minuten rumgelaufen, ohne irgendwas oder irgendjemanden zu finden. Nur Gelände. Und irgendwann habe ich dann einen Strommasten gefunden und Stromleitungen und denen bin ich dann gefolgt. Also es ist wirklich eine enorm große Insel. Des Weiteren gibt es, ich weiß nicht, ob ihr viele Zombie-Filme schaut oder so, aber es gibt ja immer so die Gerüchte über diesen sicheren Außenposten, wo es Zuflucht und vielleicht sogar ein Gegenmittel gibt oder so. Und so etwas in die Richtung gibt es zwar nicht, aber es gibt das nordwestliche Airfield, also eine Militärbasis anscheinend auf dieser Insel, wo jeder Spieler irgendwie versucht hinzukommen, weil in den Baracken und so weiter dort richtig, richtig geile Militärwaffen spawnen können. Jedes Haus oder jedes Gebiet hat ein verschiedenes Spawn-Muster. Das heißt, wenn man jetzt auf einen Bauernhof geht und eine Scheune durchsucht oder so, dann findet man dort eher Loot, was es wirklich geben würde auf einem Bauernhof. Oh, fucking hell, wo kommt er jetzt her?
Zum Beispiel eine Schrotflinte oder, keine Ahnung, Petroleum für einen Traktor. Das kann man dann nehmen, um einen Bus oder ein Auto aufzufüllen oder so. Ich bin mal gespannt, ob wir von dem auch noch flüchten können. Den habe ich wohl übersehen. Oh Gott, das hört sich gar nicht gut an. Und, ja, was soll ich euch noch erzählen? So gibt es eben verschiedene Sachen, die man durchsuchen kann. Es gibt die Städte mit normalen Gebäuden, es gibt Fabriken, es gibt Bauernhöfe, es gibt wirklich alles Mögliche, jeden Scheiß, was man sich nur vorstellen kann. Und es ist ein richtig, richtig geiler Mod. Oh, ich glaube, wir bluten. Scheiße, ja, wir bluten. Wenn er nicht bald aufhört, uns zu verfolgen. Oh, fucking hell, er ist noch da. Ich glaube, das wird nichts mehr. Bastard, geh weg. Ich kann nichts tun. Ohne Waffe ist man so aufgeschmissen. Deshalb sollte man... Oh, fuck. Sich immer zuerst eine Waffe suchen irgendwo. Aber ich weiß nicht. Man braucht schon ziemlich viel Erfahrung. Also man muss ziemlich oft anfangen, ziemlich oft sterben, bis man mal ein bisschen den Dreh raus hat. Ich habe noch nie eine Waffe gefunden. Ich spiele es jetzt zum 6. oder 7. Mal. Und ich schleiche mich wirklich gut in die Städte. Ich komme, also das war jetzt hier, weil ich nebenher rede und mich konzentrieren muss, was ich sage und so weiter. Aber ich schleiche mich normal echt gut in die Städte rein. Finde auch schönen Loot. Ich habe schon ein Fernglas gefunden, was mir allerdings nicht viel bringt gegen Zombie. Aber man kann halt die Gegend beobachten und so weiter. Ich habe, was habe ich noch gefunden? Alles Mögliche. Munition habe ich gefunden und Essen und Trinken. Aber eine Waffe habe ich bisher noch nie gefunden. Und das wäre mal das Nützliche. Ist das ein Zaun? Das ist ein Zaun. Vielleicht kann ich ihn abhängen. Irgendwie austricksen. Habe ich ihn ausgetrickst? Fuck, nein! Was für ein cleverer Bastard-Zombie. Was ist das? Ein Steinbruch? Mist, Mann. Den anderen konnten wir doch auch abhängen. Warum kann ich den jetzt nicht abhängen? Komm schon, Zombie. Lass mich in Ruhe. Vielleicht gibt es da drin eine Waffe. Tür zu! Tür zu! Die auch. Okay, was haben wir hier? Gier. Leere Soda-Can. Leere Blechdosen. Naja, das bringt uns wenig. Haben wir ihn abgehängt? Ich höre ihn nicht mehr. Oh, aber fuck, wir bluten. Wir müssen unbedingt uns bandagieren. Bandage yourself. Okay, das war das. Jetzt seht ihr unten rechts das Blutsymbol, das ich euch vorher erklärt habe, ist rot, weil wir sehr, sehr viel Leben verloren haben. Die Hälfte haben wir quasi verloren. Und dadurch wird unser Charakter zittrig, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fernglas oder eine Sniperwaffe hätte oder so. Dann würde er zittern oder auch ab und zu, er würde ab und zu zusammenbrechen, wenn man noch mehr Blut verliert, so auf 3000 runterfällt oder so. Und vor allem... wie ihr vielleicht seht, verschwindet die Farbe aus dem Spiel. Also wenn wir jetzt mal rausgucken, es ist schon nicht mehr ganz so bunt, wie es am Anfang war. Es wird mehr schwarz-weiß. Und ich weiß nicht, wo der Zombie hin ist. Deshalb versuchen wir uns jetzt mal hier ganz leise aus dem Staub zu machen. Ich höre ihn nicht mehr. Ich hoffe, er hört uns auch nicht mehr. Es wäre der Wahnsinn, wenn ich dem jetzt auch noch entkommen würde. Zwei an einem Tag entkommen, nicht schlecht. Was auch cool ist, der Charakter. Habe ich ihn gehört? Oh fuck, da läuft er, aber er hat uns nicht gesehen. Schnell irgendwo im Busch. Der Charakter wird übernommen auf einen anderen Server, wenn ihr jetzt ausloggt. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, oh fuck, der kommt direkt auf mich zu, ich habe keine Möglichkeit, ihm zu entkommen, könnte ich mich jetzt einfach ausloggen. Und auf einem anderen Server einloggen. Und der Zombie wäre nicht mehr da. Es ist zwar, was die Realität angeht, nicht ganz richtig, wie ich finde. Aber wenn man wirklich einen Charakter hat, der schon stundenlang überlebt hat oder Tage sogar. Und man hat eine geile Waffe gefunden und eine Tarnwäsche und ein Zelt, wo man wirklich jederzeit sich überall niederlassen kann. Dann ist es natürlich durchaus wert. Ich denke, jetzt kommt er nicht, oder?
Ne, da unten läuft er. Okay, vielleicht kann ich euch ja noch zeigen, wie man sich in so eine Stadt reinschleicht oder ich weiß auch nicht. Hier war auf jeden Fall vorher der andere Zombie, ne, der uns angegriffen hat. Was ich auch noch erwähnen muss, oh Gott, mir fällt so viel ein gerade. Das Spiel, oder der Mod besser gesagt, befindet sich noch im Alpha-Stadium. Deshalb kann es sein, dass gerade die Animation von den Zombies oder auch manchmal die Geschwindigkeit ein bisschen übertrieben ist. Die Temperatur funktioniert nicht richtig. Ihr seht, es hat jetzt 40 Grad. Und, habe ich was gehört? Nein. Und es funktioniert noch nicht richtig. Also wenn es regnet oder Nacht wird, dann soll es eigentlich kühler werden und man muss Unterschlupf suchen. Das braucht man momentan noch nicht. Das Feature ist noch nicht richtig implementiert. Was noch? Ja, es ist eine offene Alpha. Das finde ich sehr, sehr cool von den Entwicklern, von dem Mod. Normalerweise wird ja erst in der Beta dann ein kleiner Kreis von Leuten eingeladen zum Testen und dann gibt es eine Public Beta und dann die Veröffentlichung eines Mods oder eines Spiels. Aber sie haben hier wirklich eine Public Alpha, wo jeder einfach schon mal rein kann, sich das Ding angucken. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, weil der Mod kostenlos ist. Dann habe ich ein Interview gesehen mit den Entwicklern, wo sie gesagt haben, es ist durchaus möglich, dass es dieses Spiel als Standalone geben wird. Das bedeutet, dass es kein Mod mehr ist, sondern wirklich... Oh fuck, bin ich jetzt aufgestanden? Warum? Hinlegen, Bastard. Sondern, dass es wirklich ein eigenständiges Spiel wird. Take Scrap Metal? Was kann ich mit Scrap Metal anfangen? Ich weiß es nicht, aber ich habe es mal mitgenommen. Ist hier offen? Zufällig? Nee. Das finde ich blöd, dass manchmal... Take Main Rotor Assembly. Das ist, glaube ich, für einen Helikopter, so wie es aussieht, oder? Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche eine verfickte... Oh nein, er steht wieder auf. Er steht manchmal automatisch auf, wenn er nicht irgendwo drüber kriechen kann. Das ist ein bisschen gefährlich hier, mitten in der Stadt. Überall Zombies, wo man hinguckt. Man muss echt fucking aufpassen. Vor allem hören sie einen auch immer so schnell. Komm schon, komm schon. Okay. Das sieht gut aus. Was haben wir hier? Chemlight. Chemlight Lightstick. 60 Minutes Illumination. So ein Lichtstick, wo ihr auf einen Rave als mitnehmt, so wie ich euch kenne. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Und die Zombies könnten jetzt schon ziemlich nah sein, deshalb will ich mal nicht so viel Geräusch machen. Und will schauen, was da hinten liegt. Und oben. Oben gibt es auch noch Loot. Und ja, das ist so der Spielinhalt. Wirklich interessant wird es eben erst, wenn man auf andere Spieler trifft. Oh, das ist alles leer. Hier war erst vor kurzem jemand. Ich bin jetzt extra auf den Server gegangen, wo nicht so viel los ist. Damit wir nicht gleich irgendwie überfallen oder ausgenommen werden oder so. Aber es gibt Server, da spielen... Was? Krabbeln kannst du da hoch auch nicht, oder was? Da muss ich jetzt echt hinstehen. Ja. Es gibt Server, da ist richtig viel los. Take Windscreen Glass. Das ist eine Windschutzscheibe. Also hier findet man definitiv die Autoteile, wenn man sucht oder für den Helikopter. Es gibt später auch... Moment, ach, hier habe ich mich schon mal versteckt. Was ist das hier? Whisky? Empty Whisky. Alles leer. Alles leer. Hier war erst vor kurzem jemand. Oh, oh, oh. Holy freaking moly. Es gibt dann auch so Spieler, wenn sie eine Sniper Rifle oder so gefunden haben, die gehen dann einfach hin und positionieren sich in größeren Städten einfach auf Dächern von hohen Häusern. Ich will jetzt nicht sagen Hochhäusern, weil das gibt's nicht, aber vom Rathaus oder so. Das ist als ziemlich groß. Man könnte jetzt noch da hinten die Sachen durchsuchen. Hier ist alles voller Zombies. Oh, ich höre Fliegen. Ich höre Fliegen. Fliegen sind meistens ein Anzeichen für eine Leiche. Also für einen Spieler, der gestorben ist, den man dann plündern kann, wenn er nicht schon geplündert wurde von jemand anders. Oder von Zombie-Leichen. Zombie-Leichen kann man auch plündern. Sie haben zwar meistens nichts Gutes dabei. Lass mich gerade mal schauen.
fuck, diese creepy Music dann immer auf einmal. Ja, also wie gesagt, denkt dran, es ist eine Alpha. Wenn sich irgendwo noch Bugs einschleichen oder so. Oh nein, das ist so ein... Die Zombies haben auch alle Namen. Irgendwie Speeder oder Runner und Hopper. Das heißt zum Beispiel, glaube ich, ein Hopper. Weil er hier so... Nein, er hat mich gesehen. Nicht im Ernst, oder? Also er schreit so, als hätte er mich gesehen, aber er kommt nicht. Ich versuche mich mal wieder aus dem Staub zu machen. Oh fuck, da ist auch einer. Oh fuck, da ist noch einer. Ich glaube, wir kommen nicht mehr raus. Oh Gott, da hinten am Meer ist sogar noch einer. Wie soll man denn das schaffen, wieder hier wegzukommen? Oh fucking hell. Oh nein, lauf! Normalerweise treiben sie sich nicht so am Meer rum. Die treiben sich nur in den Städten rum. Also wenn man so am Meer entlangläuft, wenn man am Anfang spawnt oder sich in den Wald flüchtet und so, ist man eigentlich relativ sicher, dass die sich jetzt hier so ausgebreitet haben. Oh fuck, wir sind tot. Sowas von. Überall sind sie um uns rum. Nein! Sie können uns auch niederschlagen und dann auffressen. Dann hat man überhaupt keine Chance. Aber wir haben jetzt eh keine Chance mehr. Das sind zu viele schon. Die werden wir nie mehr los. Ja, wie gesagt, DayZ, Survival, Zombie, Horror. Richtig, richtig cool. Man muss Zeit investieren, weil alles wirklich auf Realität ausgelegt ist und man ewig läuft und viel Zeit braucht, um sich an das Spiel zu gewöhnen und reinzufinden und so weiter. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es macht sau viel Spaß, wenn man sich konzentriert und nach jedem Zombie umguckt und versucht, sich guten Loot zu holen. Mit anderen Spielern vielleicht einen Buddy zu finden oder so, der dann mit einem die Gegend unsicher macht. Oder schon jemanden mitbringen ins Spiel. Das ist natürlich die beste Lösung. Ist der abgeschüttelt? Nein! Da kommt ein Speeder. Fucking hell. Okay, komm, töte mich. Ja, das meinte ich mit, dass die Animationen noch ein bisschen komisch aussehen. Richtig hässliches Viech. Braucht er ewig, um mich zu töten. Was ist denn mit dir los, Mann? Die anderen haben aber alle abgehängt, so wie es aussieht. Oh, da ist ein Zaun. Man kann auch nicht einfach springen über Zäune oder so. Man muss überall drüber klettern. What the fuck? Ist das hier so ein Stromverteiler-Dingsbums? Oh nein, da ist noch einer. Oh Gott, ich blute richtig heftig. Okay. Das war's dann wohl. You are dead. Okay, das war's von mir. Richtig geiler DayZ Zombie-Mod. Kann ich euch nur empfehlen. Kostenlos, wenn ihr Arma 2 und das Add-on Operation Arrowhead habt. Ansonsten, es war diese Woche reduziert auf Steam für 30 Euro beide, falls ihr es euch überlegen wollt. Ja, denkt dran, wenn euch die Invisier-Reihe gefällt, ich habe auch noch andere Games angetestet, die ihr euch anschauen könnt. Geht dazu einfach auf meinen YouTube-Channel und schaut nach der Playlist Invisier. Und ansonsten werde ich euch einfach bitten, Kommentare zu hinterlassen, wie ihr das Game findet. Und eine Bewertung nach, einen Daumen nach oben zu geben, eine positive Bewertung. Wenn ich euch einen guten Einblick verschafft habe. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.